Bereits vor 10 Jahren schrieben die Soziologen Michael Schumann und Horst Kern ein Buch, dessen Titel damals die Fachwelt provozierte. Es hieß Ende der Arbeitsteilung? Fragezeichen. Michael Schumann, Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, untersucht bis heute Formen der Arbeitsorganisation. Zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Automatisierungsfortschritt, Rückgang der Arbeitsteilung und Zunahme von Gruppenarbeit. Also Sie haben praktisch ja eine Prophezeiung gemacht, die eingetreten ist. Und das ist für Wissenschaftler ja was sehr Erfolgreiches. Wir haben damals gesagt, Arbeiter eben nicht mehr im Wesentlichen als Störfaktor zu sehen, den man kanalisiert und kontrolliert, sondern ihn in seinen ganzen Potenzen nun auch einzusetzen. Das ist eigentlich die Kernentwicklung, an der man sich heute bei neuen Rationalisierungskonzepten abarbeitet. Immer mehr Unternehmen registrieren, dass die Rücknahme von Arbeitsteilung gerade in den Bereichen, in denen sie auf die Spitze getrieben war, sich in mehr Effizienz auszahlt. Auf der einen Seite der verständliche Wunsch der Arbeitgeber nach mehr Effizienz, auf der anderen die Beschäftigten, die finden, dass sie sehr viel mehr leisten könnten. Auf den ersten Blick will überhaupt nicht einleuchten, warum das nicht längst überall zu völlig neuen Formen der Arbeitsorganisation geführt hat. Warum immer noch überwiegend arbeitsteilig gearbeitet wird. Fest eingefügt in traditionelle Betriebshierarchien nach dem Muster Arbeiter, Vorarbeiter, Gruppenmeister, Meister, Hauptgruppenmeister. Sie hätten gern noch mehr Verantwortung. Doch, im Grunde genommen ja. Weil es ist ja, die Arbeit ist ja auf Dauer ziemlich eintönig. Auch wenn man mehrere Arbeitsgänge macht, trotzdem macht man eine Woche dann vielleicht nur die Verlegung des Kabelsatzes. Und da ist man dann, wenn man Montag anfängt, Freitag, dann möchte man dann schon mal was anderes machen. Ja. Zuerst erforscht hat die industrielle Arbeitsteilung ein US-Wissenschaftler namens Taylor. Nach ihm heißt die Zerstückelung menschlicher Arbeit in kleinste Einheiten bis heute Taylorismus. Der Autobauer Ford entwickelte dann den Taylorismus an den Fließbändern seiner Fabriken zur Perfektion. Autobauer Ford in Amerika hat früher gesagt, die Arbeiter haben es am liebsten, wenn sie bei der Arbeit überhaupt nicht nachdenken müssen. Ist da noch was dran? Nee, also ich muss schon ein bisschen nachdenken. So einfach nur Fließbandarbeit, das ist ja auch nicht der wahre Jakob. Also ein bisschen nachdenken muss schon sein. Rationalisierung, tayloristische Rationalisierung, war auch eine Absicherung der Herrschaft im Unternehmen. War die Arbeiter klein halten, die Arbeiter unmündig halten. Den Arbeitern aus Misstrauen gegen die Klasse der Arbeiter so wenig an Wissen, auch an Herrschaftswissen, zu belassen wie möglich. An diesem Kabelsatzmontageband der ältesten Generation sind nicht nur technische Veränderungen geplant, hier soll in Teilbereichen demnächst Gruppenarbeit eingeführt werden. Und das heißt auch Veränderungen im starren Geflecht der vorgesetzten Hierarchie. Meister und Gruppenmeister geben sich gelassen. Ich schätze mal, dass wir Ende des Jahres sicherlich in Teilgebieten mit Gruppenarbeit beginnen. Die Sachen sind so aufgelegt, dass mit den Leuten gesprochen wird und darüber diskutiert wird, wie die Gruppen auszusehen haben. Also von meiner Warte aus wird sich da wahrscheinlich nicht viel ändern. Sei denn halt eben, dass die Leute dann sich selber einteilen, selber die Arbeit aufteilen. Also insofern wird sich da meiner Überzeugung nach nichts ändern.